Ja, hi, willkommen zu einer neuen Folge Aeterna Noctis. Heute geht's tiefer in die Goblin-Minen hinein. Mittlerweile habe ich ja Kater und so, ne? Und ich finde mich viel besser zurecht. Es ist ein höllischer Unterschied. Letztes Mal haben wir ja ein paar Gebiete in Start, also im ersten Teil des Spiels, uns angeguckt. Überall kam ich nicht hin. Und in einem Raum haben wir einen etwas OP-Gegner entdeckt. Autsch. Ah, da gibt es einen Heiltrank, den können wir gleich benutzen. Die Kiste hatte ich schon, ne? Ja. Und Moment, da war irgendwas zum Schlagen. Aber das habe ich, glaube ich, schon benutzt, ne? Ah, Moment. Ja, das habe ich schon benutzt, okay. So, jetzt. Na, hier sind noch keine. Da sind gleich zwei Geheimnisse, aber da komme ich, glaube ich, von hier gar nicht hin, oder? Müssen wir mal gleich mal gucken. Ups, nicht getroffen. Komm, schieß. Jetzt komme ich zu dir hin. Ah, das sind Spikes. Ah, es ist genau auf mich zugeschossen und ich bin trotzdem nicht ausgewichen. Okay, hier unten kann ich hin. Das habe ich nicht gesehen. Das wird zu den Fragezeichen führen, ne? Gehen wir mal runter. Ah, da brauche ich auch meine Bogenfähigkeit auf jeden Fall. Klettert er runter? Ja, das ist ein. Was hat mich gerade getroffen? Ist der gestorben? Ne, das sind beides welche hier. Die sind dann auf der gleichen Stelle irgendwie umhergeirrt. Okay, hier ist ein Fels. Das ist gleich ein Shortcut irgendwann. An den komme ich noch nicht vorbei. Ein Hinweis, der mich nach unten führt. Okay. Was ist das denn? Okay, langsam wird's interessant. Okay, hier geht es noch weiter nach unten. Ich gehe mal erstmal nach rechts. Was ist das? Da ist irgendwas in der Erde drin. Ein Wurm. Hier ist wieder eine Säule, die mich blockiert. Ja, und ich denke mal, das macht die Säule auf. Genau, das habe ich mir gedacht. Da ist ein Würmchen wieder. Komm raus, Würmchen. So, auf die andere Seite komme ich bestimmt von hier. Oh, das ist so ein Flammenwerfer. Wo ist der Ballmann hin? Ganz woanders hingerollt. Ja, vor dem Flammenwerfer habe ich jetzt nicht mehr so viel Angst. Ich habe auch das. Hallo? Ja, ich habe die Geduld verloren. Man hat es vielleicht gemerkt. So, hier kann ich mir die Tür jetzt aufmachen, ne? Ja, da ist wieder sowas, wo ich gegenschießen kann.
Sehr schön. Abkürzungen. Hier geht's dann nach unten. Aha, Geheimnis. Oh, das geht kaputt, okay. Ich muss irgendwie... Ich krieg das hin. Autsch. Ich habe noch ein Leben. Ah, ich habe einen Bluttrank aber. Jetzt nicht mehr. So, wo starte ich? Ah, das ist ja fast in der Nähe, ne? Quasi. Ah, meine Seelen sind auch hier unten. Sehr schön. Ich habe wieso nur 8%, also so tragisch wäre es nicht. Den Fähigkeitenpunkt verliere ich hoffentlich nicht. Och Mann, ey. Das ist knifflig. Ich bin dunkel. Also manchmal fühle ich mich etwas verarscht. Ja, das habe ich mir gedacht. Die Brücke geht auf und hier finden wir was. Juwelhimmel, ein neues Juwel. Okay. So, dann kann ich hier runter. Dann komme ich in einen ganz neuen Bereich auch. Aber da links, da wurde mir ein Schwert eingeblendet. Ist das vielleicht eine neue Waffe? Ja, und jetzt soll ich irgendwie hier runter. Ich gehe mal hier hin. Das müsste passen. Verzieh dich. Ich habe nur ein Leben. Das gefällt mir nicht. Ah, reicht noch nicht ganz, um aufzufüllen. So, was ist das? Wie komme ich denn an die Schatzkiste? Das ist doch eine Sackgasse hier anscheinend. Aha. Akata no kigora sido taro usame kunes da koroma. Nakuro masima kora otami. Isata ukasora inda da karo ito des. Okay. Das heißt, wenn ich springe. Hallo? Ah, ich muss nach unten. Bam! Damit mache ich so eine Druckwelle. Oh, das ist ein Distanzangriff. Das gefällt mir. So. Kann ich hier runter und ich kann da hinten runter. Oder wir gehen zurück und gehen erst hier lang. Damit machen wir die... Dann kommen wir da... Dann kommen wir, glaube ich, da automatisch irgendwie hin, ne? Ja, wir gehen mal runter. Ich hab nicht gesehen, dass das... Okay, Kontrollpunkt. Ah, ich weiß wieder, wo das ist. Okay, was ist das denn für ein Fritze? König? Irgendwas? Ach so, das ist dieser Goblin-König. Ja, 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 ich erinnere mich. Hm. Geh erstmal hier rechts. Ja, komme ich irgendwann zu einer Verbindung dahin auch hin. Diesen oberen Weg bin ich abgegangen mal, wie es scheint. Und da wieder so ein Flammenwerfer. Ja. Hahaha. Hoppala.
Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich habe noch ein Leben, nämlich. Ja, diesen Gang bin ich schon mal abgegangen. An diese Mauer erinnere ich mich nämlich. Heißt das, ich komme nur von da oben hin? Das würde ich vermuten. Dann gehen wir mal kurz zurück. Und dann können wir bestimmt von dort aus die Mauer aufmachen. Das klingt für mich sinnvoll. Ja. Genau in die Spikes rein. Aber hier war zum Glück ein Kontrollpunkt. So. Verzieh dich. Ja, dich mache ich weg, du nervst irgendwie. So, das war der andere Punkt, ne? Ja, okay, dann lassen wir uns fallen. Warum sammle ich gerade keine Prozente? Willst du mir erzählen, dass ich meine Dings liegen gelassen habe? Oh, die lagen doch gar nicht da, wo ich gestorben bin. Das ist so ein bisschen nerviges Feature, wie ich finde. Dass wenn du nicht neu einsammelst, du keine neue Erfahrung dazu kriegst. Ich bin hier gestorben. Warum ist mein Seelencontainer völlig woanders? So, ich hab'n. Also man kriegt... Ich hatte, glaube ich, eben 8%, als ich gestorben bin. Man kriegt Erfahrung dazu, aber sie wird erst angerechnet, sobald man das Ding wiederfindet. Und mir ist es noch nicht passiert, aber wenn man die verliert, kann man die ja bei den Typen in Hungerdorf, als bei den Sensenmann, gegen Geld wieder verlangen. Ich weiß noch nicht, wie viel er dafür verlangt, aber ich habe gelesen, dass es teuer ist. Also, dass es weh tut. So, jetzt bin ich richtig, ne? Ja. Ich schieße das, glaube ich, so lieber. Ah, dann bewegt sich das Ding. Ich schätze mal, es bewegt sich bis zur Mitte dann nur, wenn ich den dann nicht betätige. Und der wird das Tor aufmachen. Ja, und da wird Geld drin sein. Aber 2000, immerhin, ne? Und hier rechts ist noch ein Geheimnis irgendwie. Warum kann ich hier nirgendwo durch? Ah, von hier unten. Irgendwie. Von hier wahrscheinlich. Oh nein, Flammenwerfer. Mach die von Acker. So, jetzt sind wir wieder hier, okay. Das ist ein Flammenwerfer. Junge! Also, ich mag diesen Ort, glaube ich nicht. Mit den feurigen Jungs hier. Es war ein bisschen dumm, was ich da gemacht habe, aber trotzdem. So, Frage ist, komme ich da oben irgendwie hin? Ich denke nicht. Oh, das dehnt sich aus. Ich hätte gedacht, das schaffe ich nicht. Nein, das ist ein Bomben-Mini. Okay, ich habe es überlebt. Ja, und jetzt? Okay, Fähigkeit fehlt. Weil das kann ich noch nicht. Oh, jetzt bin ich aber sehr, sehr happy, dass ich so einen Bogenschuss habe. Dann muss ich dir nicht zu nahe kommen. Ja, deswegen wäre es schon ganz cool, wenn ich die Abklingzeit dieser Waffe
ein bisschen reduzieren könnte, weil es dauert halt ein bisschen, bis sie wieder aufgeladen ist. Es wäre cool, wenn man die irgendwann in Dauerfeuer machen könnte. Da ist der nächste. Ah, scheiße, den treffe ich von hier nicht. Ja, wenn ich schräg nach unten... Dann muss ich ein bisschen springen. Ja. Schräg schießen ist mit dem Pfeil und Bogen gar nicht so einfach. Ja, okay. Wo werde ich wieder hingesetzt? Wo bin ich dann? Ah, so weit weg ist es ja nicht. Hör auf! Oh, der hat mir einen Heiltrank gegeben, sehr schön. Das ist einfach ein anderer... Das führt mich halt ganz woanders hin. Das ist ein Heiltrank, ne? Ja. Ne, 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 verzieh dich. Ich mag die nicht. Ja, kloppt so viel du willst. Ich mach dich einfach so platt. Ja, da unten ist halt ein bisschen blöd postiert. Ach so, und der hat auch meine... Der hat auch meine Seelen. Ich habe über ihn drüber geschossen. Ich bin kleiner Feigling, aber das ist mir egal. Ich kann das auch ausnutzen, diese Feuerpause, ne? Ich muss halt aufpassen, wenn er sich wieder bewegt. So, gelb, gib her. Das ist nicht viel. So, ah, da ist so ein Spiegel. Ja, dann mache ich dich so. Ich muss ja nicht auf Teufel komm raus zu dir hin, ne? Alter, sind das viele von den Typen. Ach Mann, darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Uiuiui. Können ganz schön gut zielen. Gib mir das Bruchstück. Erklär mir jetzt nicht, dass ich da nicht rankomme. Komme ich da ohne Doppelsprung nicht ran? Das sind doch nur ein paar Millimeter. Vielleicht kann man das irgendwie so... Nein, das funktioniert nicht. Oh Mann, ey. Ich komme da nicht ran. Scheiße. Oh, das ist so ein Flammenwerfer-Typ. Hör auf mit Feuer. Oh Mann, ey. Und diese Geräuschkulisse gefällt mir nicht. Lass mich hier erstmal in Sicherheit. So, Bluttrank nehmen. Ich habe nämlich nur noch ein Leben. Es war irgendwie klar, dass ich ihn... Da habe ich Glück gehabt. So, sonst haben wir hier nichts, ne? Aber diese Geräuschkulisse gefällt mir gar nicht. Und wo ist hier... Also wir werden zwei... Das grüne Fragment ist noch super weit weg. Dieses rote Fragment ist nämlich, glaube ich, in der Schmiede drin. Aber hier in diesem Goblin-Dorf,
Das gehört nämlich, glaube ich, noch dazu. Also ist das noch weit entfernt. Aber dieses grüne Fragment... Goblin-Minen, Hauptvorkommen. Ja. Das gehört noch zu diesem Goblin-Dorf. Und die sind alle so scheiße postiert. Nein, das ist ein Bombenfritze. Lass mich in Ruhe! So, haben wir hier weiter erstmal nichts. Da ist wieder ein Schießwütiger. Gib den Heiltrank, den nutzen wir gleich. Ich bin darauf angewiesen. So, der macht den Gang da auf, richtig. Und hier geht's auch lang. Hm. Geh erstmal runter. Links ist auf jeden Fall ein Fragezeichen. Hier oben, ne? Ja, Kiste. Boah, alles auf super engen Raum, ne? Genau, geh weg. Auf super engen Raum. Okay, erstmal hier nach rechts am wieder. Ah, da hat sich ein Würmchen versteckt. Kann ich hier noch lang oder ist das eine Sackgasse? Scheint eine Sackgasse zu sein. Das ist ein bisschen fies, ne? Weil die nach Ableben halt immer... irgendwas verlieren. Scheiß Würmer, ey. Da ist noch einer. Ist da oben was? Nein. Das ist die Frage. Was ist die Sackgasse mit dem Geheimnis und was ist, wo geht's weiter? So, runter mit dir. Hier ist auf jeden Fall ein Geheimnis. Hier oben? Verzieh dich, du Scheißwurm. Okay, ich habe ein Seelenfragment erhalten. Ja, und dieses Brüllen, das gefällt mir nicht. Das kündigt, glaube ich, den nächsten Boss an. Dieses Erdbeben. Ah, das hat mich erwischt. Heilen wir uns mal ein bisschen auf. So, da oben war ich. So, das ist einfach nur ein Rückweg, ne? Ja. So, es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt drei Wege nach unten. Ja, warum habe ich mit sowas gerechnet? Ich weiß mittlerweile, wie das Spiel tickt. Okay, hier kann ich jetzt noch weiter runter. Da ist dann... Ah, ich finde cool, dass hier alles irgendwie zusammenläuft wieder. Aber sonst gibt es hier nichts. Ja, dieses Brüllen, ich glaube, das werden wir bald kennenlernen. Mach den weg. So, weg. Der wird sich in die Luft jagen, nämlich. So. So, jetzt haben wir nur noch einen Gang nach unten. Das lässt mich schon vermuten, dass vielleicht ein Boss kommt. Schauen wir mal. Nee, noch nicht. Was ist das denn hier? Sieht auf jeden Fall nicht einladend aus. Es wird dunkel auch.
Das sieht so ein bisschen nach Boss aus, oder? Auch wenn hier normale Gegner sind, also der Hintergrund lässt es halt vermuten, ne? Was haben wir da denn? Das füllt mich einfach nur auf. Das lässt mich noch mehr... Jetzt vor allem, weil die Kamera nach rechts, nach links schwingt. Jupp! Oh, der scheint groß zu sein. Ein dicker Wurm! Ah! Er frisst mich! Okay, der muss doch irgendwann rauskommen, oder? Ja. Hä, ich kann ihn gar nicht verletzen. Ich nehme an, seine Augen sind angreifbar. Hä? Wieso kann ich hier nicht klettern? Ich kann den nicht verletzen. What the fuck? Ups. Gibt es jetzt diese Aufladung immer wieder? Nö, natürlich nicht. Aber wie soll ich den verletzen? Mit dem Pfeil geschossen oder was? Ich nehme mal stark an, der ist nur um sein Auge angreifbar. Was macht man, wenn man hier vor... Ja, super, fängt klasse an. Oder kann ich ihn... Kann ich ihn damit verletzen? Nein. Ich hätte gern ein Feedback, ob ihn das verletzt oder nicht. Ja, das wird nichts mit dem Feind. Weiß ich nicht. Also, er bleibt halt relativ lange oben. Du musst doch safe den Kopf irgendwie treffen. Ja, das mag er nicht. Nein, das mag er gar nicht. Ey, das ist... Okay. Die Frage ist, wie viele dieser Phasen es dann gibt, wo du ihn so hauen musst. Ich finde auch, man hat die Bluttränke bringen bei ihm irgendwie gar nichts, weil du hast gar keine Zeit, die zu nehmen. Gehen wir mal ganz rechts in der Ecke, nicht, dass ich gleich am Anfang wieder getroffen werde. So, und diesmal hat das auch besser geklappt. Ja, er hat mich getroffen, scheiße. Warum tauchen neue auf einmal auf? Ja, ich nutze das mal. Man kann sich hier in dieser Phase heilen. Muss man halt einen Zirkel länger machen. Scheiße, ich habe ihn nicht erwischt. Eigentlich habe ich genug Zeit, ne? Ja, ich muss die Pfeilsteuerung noch ein bisschen üben. Das habe ich noch nicht so ganz drin. Oh, das war unnötig.
So, jetzt flippt er wieder aus. Jetzt kommen seine ganzen Babys. Ja, genau das habe ich befürchtet. Die Babys nerven. Aber wir sind eigentlich schon am Ende der Folge. Einen Versuch mache ich noch. Und wenn nicht, machen wir den beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, er hat nur drei dieser Phasen. Die Würmer nerven halt, die aus dem Boden kommen. Vor allem, wenn die so kommen, wenn ich ausweichen muss gegen ihn. Oh, scheiße, daneben. Es ist doch blöd, dass man hier an der Wand nicht dashen kann. Aber sonst wäre es wahrscheinlich auch zu einfach. So, komm raus. Ah, das ist ganz schlecht, was hier gerade passiert. Ja, genau aus dem Grund. Ich krieg viel zu viel Damage. Das war eine Katastrophe gerade. Was, wo kommt die auf einmal weg? Katastrophe. Oh, Moment. Ja, super. Man ist am Ende anscheinend sicher hier. Ich teste das jetzt nochmal aus. Ja. Ja, dann kann ich aber die Phase nicht beschleunigen. Er muss... Ich lass mich kurz mal umbringen. Ich mach noch einen Try. Das war Katastrophe gerade. Der zählt nicht. Aber wenn die Würmis dann kommen, dann gehe ich einfach in die Ecke und warte, dass die Würmis zu mir kommen. Das ist, glaube ich, besser. Ups, daneben gehauen. Kriege ich noch eine Chance? Ah, wieder daneben gehauen. Oh, ich stand unglaublich schlecht. Ich muss immer gegen die Laufrichtung. Geht dahin, dahin. Okay, dann kann ich einen umbringen. Kommen die hier zu mir hin? Ja. Das war schlecht. Das ist so schlecht gelaufen gerade. Okay. Das waren alle, ne? So, ich heile mich mal kurz auf. Ich habe nur drei Leben. Meine Hoffnung ist halt, dass er jetzt nur noch eine Phase hat, dass man ihn einmal nur noch hitten muss.
Ich habe einen Heiltrank bekommen, immerhin. Nehmen wir gleich mal die ganzen Dinger hier einsammeln. So, und jetzt, ich habe zwei Bluttränke, das nutze ich gerade mal. Jetzt bin ich wieder voll. Ah! Ich hasse das. Scheiße, daneben. Kriege ich noch eine Chance? Ja, super. Wenn ich merke, dass ich so eine scheiß Position habe, dann muss ich in der Ecke bleiben. Volltreffer. Es geht weiter, ne? Ja. Ich hab's mir fast gedacht. Heiltrank, gleich nehmen. Solange ich Zeit dafür habe. Ah, jetzt lasse ich mich zu sehr unter Zeitdruck setzen. Ja, der ist natürlich unglaublich geil aufgetaucht. Ich habe immerhin zwei Leben, in der Hoffnung, dass es hier nach vorbei ist. Was das? Nein, geht natürlich weiter. Heiltrank bekommen, sehr gut. Ja, Leute, wir sind am Ende der Folge. Ich mache den beim nächsten Mal weiter.